Würde ich aufrufen, den Tagesordnungspunkt 34, Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend bedarfsgerechte Fortentwicklung des Modells der Häuser des Jugendrechts, 19-4104. Es beginnt ein Kollege, der auch ein Erfolgserlebnis hatte, Mitglied bei Mönchengladbach, der Kollege Uwe Serke, hat zunächst das Wort. Alles Gute, bitte sehr. Hochverehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Häuser des Jugendrechts haben sich hervorragend bewährt und sind zu Erfolgsmodellen geworden, die bundesweit eine hohe Anerkennung genießen. Dieser Satz stammt aus meiner Rede hier im Plenum vor gut eineinhalb Jahren, und er ist mehr denn je gültig. Wir, die Koalitionsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, hatten seinerzeit die Landesregierung darum gebeten, das Modell der Häuser des Jugendrechts bedarfgerecht auszubauen. Nach der damaligen Plenardebatte wurde dies im Rechtspolitischen Ausschuss mit den Stimmen aller Fraktionen bei Enthaltung der LINKEN auch so beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die bereits bestehenden Häuser des Jugendrechts in Wiesbaden und in Frankfurt-Höchst die in sie gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt. Und ein weiteres Haus des Jugendrechts im Norden Frankfurts stand kurz vor der Eröffnung. Mittlerweile arbeitet auch diese größte der drei Einrichtungen erfolgreich. Heute können wir feststellen, die Hessische Landesregierung in Person von Justizministerin Eva Kühne-Hörmann und Innenminister Peter Beuth hat gehandelt. Das Erfolgsmodell Haus des Jugendrechts wird bedarfsgerecht ausgeweitet, und es macht Hessen verlässlich sicherer. Denn mit Bestehen der Häuser des Jugendrechts ging die Jugendkriminalität deutlich um rund 30% zurück. Das ist ein großartiger Erfolg. Und deshalb ist es gut, dass mittlerweile zwei weitere Häuser des Jugendrechts in konkreter Planung sind. In Frankfurt wird gerade nach einem geeigneten Standort im Osten oder Süden der Stadt für ein drittes Frankfurter Haus des Jugendrechts gesucht. Und auch die Stadt Offenbach hat beschlossen, ein Haus des Jugendrechts einzurichten. Dort ist man derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie und stimmt die Finanzierung ab. Das Land unterstützt dieses Vorhaben, und der Landtag hat in den Landeshaushalt per Änderungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zusätzlich gut eine 500.000 € für das Haus in Offenbach eingestellt. Meine Damen und Herren, das Land Hessen macht das Angebot zur Einrichtung der Häuser des Jugendrechts. Aber es braucht auch Kommunen, die sich politisch für ein Haus des Jugendrechts entscheiden und bereit sind, sich finanziell und mit der Bereitstellung eines Standorts und qualifizierten Personals zu beteiligen. In den Städten, in denen das Projekt bisher verwirklicht oder angedacht wurde, herrscht große politische Übereinstimmung über Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit dieser Einrichtung. Sowohl in Frankfurt als auch in Offenbach ist dies auch so von den Regierungsbündnissen in ihren Koalitionsverträgen festgehalten. Ich halte das für ein hervorragendes Beispiel einer guten und zielführenden Zusammenarbeit zwischen dem Land Hessen und seinen Kommunen. Meine Damen und Herren, als erster Redner, der heute zu diesem Thema spricht, möchte ich gerne noch einmal erläutern, was das Besondere an den Häusern des Jugendrechts ist. Dort arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugend- bzw. Jugendgerichtshilfe eng und konstruktiv unter einem Dach zusammen. Durch diese enge Kooperation kann schnell auf Straftaten reagiert werden. Ein jugendlicher Straftäter wird so umgehend eine Reaktion auf seine Tat erfahren und die Folgen seines Handelns zeitnah spüren. Nur durch diesen erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zwischen Straftat und Sanktion kann bei jungen Menschen die Einsichtsfähigkeit für ihr Fehlverhalten verstärkt und dem Beginn krimineller Karrieren entgegengewirkt werden.
Durch die schnelle, effektive und nachvollziehbare Bestrafung sowie den erhöhten Kontrolldruck werden viele Jugendliche auch von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist der wichtigste, aber nicht der alleinige Vorteil der Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen in den Häusern des Jugendrechts. Weiterhin von Bedeutung ist, dass der jugendliche Straftäter umfassend betreut werden kann. So wird beispielsweise sein familiäres Umfeld eingebunden, um mögliche Ursachen für das kriminelle Verhalten zu ergründen. Zentrale Voraussetzung dafür ist das sogenannte Wohnortprinzip, das dafür sorgt, dass alle Straftaten eines Jugendlichen bei nur einem Haus des Jugendrechts zusammenlaufen und behandelt werden. So entsteht eine gute Kenntnis der Mitarbeiter von dem Jugendlichen und seinem Umfeld, die dazu beiträgt, entsprechend reagieren zu können und im besten Fall weitere Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern. Es gibt sogar Fälle, in denen durch den Einbezug der Familien auch auf Geschwister des Straftäters eingewirkt werden konnte, die auffällig waren, ohne bereits konkret straffällig geworden zu sein. Die enge Begleitung durch die Mitarbeiter führt zudem dazu, dass die betroffenen Jugendlichen Vertrauen fassen, da sie einen Ansprechpartner wahrnehmen, von dem sie Hilfe erwarten können. So sind die Häuser des Jugendrechts in den betreffenden Gebieten zu einem Anlaufpunkt geworden, an denen sich sogar Jugendliche, die gar keine Vorladung haben, von sich aus mit der Bitte um Rat wenden. Auch dies trägt präventiv zur Vermeidung von Straftaten bei. Meine Damen und Herren, und die Arbeit der Häuser des Jugendrechts geht noch weiter. Sie helfen delinquenten Jugendlichen etwa bei der Berufswahl, indem sie mit den Jobcentern zusammenarbeiten. Sie bieten in Zusammenarbeit mit der Drogen- und Schuldnerberatung Hilfestellung bei Suchtproblemen oder Überschuldung. Und sie wirken in den Stadtteilen, für die sie zuständig sind, auch vorbeugend durch Präventionsarbeit. Nicht zuletzt leisten die Frankfurter Häuser des Jugendrechts durch den Täter-Opfer-Ausgleich in Kooperation mit dem Evangelischen Regionalverband einen wichtigen Beitrag zur Konfliktlösung und Verarbeitung. Das Haus des Jugendrechts in Frankfurt-Höchst arbeitet zudem seit einiger Zeit mit dem Violence Prevention Network zusammen. Dadurch sollen Jugendliche vor der Gefahr geschützt werden, sich politisch oder religiös zu radikalisieren. Und jungen Menschen, die in extremistische Kreise geraten sind, bietet man Programme zur Deradikalisierung und Ausstiegshilfen an. Werte Kolleginnen und Kollegen, da die Einrichtung in Frankfurt-Höchst in meinem Wahlkreis liegt, habe ich mich schon mehrfach persönlich von der hervorragenden Arbeit überzeugen können, die dort geleistet wird. Und ich habe bei diesen Besuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als hochmotivierte und in starkem Maße engagierte Personen kennengelernt. Sie gehen in ihrer Aufgabe auf, Jugendkriminalität zu bekämpfen, kriminelle Karrieren abzubrechen und den Jugendlichen einen Weg zu einem straffreien Leben aufzuzeigen. Das Konzept der Häuser des Jugendrechts lebt maßgeblich von dieser Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unterschiedlichen Institutionen, eng und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Dafür gebührt allen Bediensteten in den Häusern des Jugendrechts Dank und Anerkennung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Häusern des Jugendrechts bietet die Hessische Landesregierung ein Modell an, das sich sehr erfolgreich entwickelt hat und bundesweit anerkannt ist. Nach den positiven Erfahrungen in Frankfurt und Wiesbaden würden wir es begrüßen, wenn das Modell auf weitere Städte und Gemeinden, in denen Bedarf besteht, ausgeweitet wird. Ich kann alle größeren Städte in Hessen nur ermutigen, sich mit der Frage der Einrichtung eines solchen Hauses intensiv zu beschäftigen. Aus meiner Sicht ist das Modell der Häuser des Jugendrechts auch ein gutes Beispiel, wie mit einem sinnvollen Projekt ein parteiübergreifender Konsens erreicht und zu einem Erfolg geführt werden kann. Es würde mich freuen, wenn wir uns hier im Hessischen Landtag weiterhin einig darüber wären, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen und so mit dem Konzept der Häuser des Jugendrechts Hessen sicherer machen. Herzlichen Dank.
Lieber Kollege Uwe Seiger, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Das Wort hat jetzt die Frau Abg. Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt und unterstützt ausdrücklich den weiteren Ausbau der Häuser des Jugendrechts hier in Hessen. Denn der Kollege Sack hat schon ausgeführt, das ist wirklich ein gelungenes Projekt, ein gelungenes Modell, das entscheidend dazu beiträgt, dass jugendliche Straftäter in einem vernetzten Zusammenarbeiten der unterschiedlichen Professionen der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Jugendgerichtshilfe, aber auch des Jugendamtes und sonstiger Beteiligter, zum Teil freier Träger, die dabei arbeiten, schneller den Fall bearbeiten, die jugendliche Straftat und die Hintergründe erkennen und dann auch intervenieren. Wir alle wissen, dass wir gerade im Bereich des Jugendstrafrechts besondere Anstrengungen unternehmen müssen, dass wir jugendliche Straftäter schnell erreichen. Besondere Anstrengung deshalb, weil unsere Hoffnung und Erwartung ist, und das ist auch statistisch belegt, dass wir auf Jugendliche noch einwirken können. Ihre Persönlichkeitsbildung ist noch nicht abgeschlossen, und hier sind zeitnahe geeignete Interventionen noch am fruchtbarsten, am gewinnbringendsten. Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese unterschiedlichen Professionen sich vernetzen. Wir wissen übrigens auch von Berichten, von Besuchen, dass nach anfänglicher Skepsis der unterschiedlichen Bereiche, also des Jugendamtes, der Polizei, die erst einmal skeptisch aufeinander geblickt haben, was macht denn da der eine, der andere, der andere hat ja auch einen ganz anderen Auftrag, eine andere Aufgabe, dass dann, wenn man das ausprobiert hat, zusammengearbeitet hat, bei vielen die Erkenntnis gewachsen ist, wir profitieren davon, auch in der Zusammenarbeit miteinander. Wir können über den Tellerrand unserer eigenen Profession hinausschauen und wir profitieren dafür für unsere Arbeit. Das ist also auch für die Arbeiter, Mitarbeiter der Häuser des Jugendrechts gewinnbringend. Das freut uns besonders. Und Herr Serke hat es ja angesprochen, dass es gerade im Jugendstrafrecht von besonderer Bedeutung ist, dass die Strafe schnell auf den Fuß folgt. Denn wir kennen viele Fälle von jugendlichen Straftätern, wo ein Urteil dann erst womöglich nach einem Jahr kommt, der Jugendliche vielleicht so viel auf dem Kerbholz hat oder mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist, dass er gar nicht mehr weiß, ach, was war das denn eigentlich damals, als ich sozusagen mein Moped frisiert habe. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Da ist schon so viel anderes passiert. Und da setzt genau das Haus des Jugendrechts an, dass die Strafe schnell auf den Fuß folgt und der jugendliche Straftäter schnell die Möglichkeit hat, sich mit dieser konkreten Straftat auseinanderzusetzen und natürlich auch, dass besprochen wird, wie er künftig nicht mehr Straftaten begeht, wie sein eigenes Handeln geändert werden kann. Und wir finden es auch sehr löblich als SPD-Landtagsfraktion, das hatte Herr Serke auch angedeutet, dass diese Häuser des Jugendrechts in Hessen sehr unterschiedliche Wege nehmen, mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Das eine Haus des Jugendrechts etwa, es ist angesprochen worden, den Täter-Opfer-Ausgleich als Profil hat, wo wir ausdrücklich sagen, den Täter-Opfer-Ausgleich kann man in Gänze in Hessen weiter ausbauen. Und ein anderes Haus des Jugendrechts etwa im Bereich der Berufsberatung, also ein weiterer Schritt, dort ein eigenes Profil hat. Das finden wir auch sehr gewinnbringend, weil auch das zur Weiterentwicklung der Häuser des Jugendrechts beiträgt. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz selbstbewusst daran erinnern, dass die Häuser des Jugendrechts keine Idee dieser Landesregierung sind. Es gab sie zuvor in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir haben als SPD-Landtagsfraktion uns im Jahre 2005, 2006
eine Fahrt nach Ludwigshafen gemacht und haben uns exemplarisch ein Haus des Jugendrechts angeschaut in Ludwigshafen im Jahre 2006 und haben, nachdem wir das so überzeugend fanden, einen entsprechenden Antrag in diesem Haus hier eingebracht, der nach anfänglichem Zögern dann kam es zu einem Erkenntnisgewinn seitens dieser Landesregierung, und die Landesregierung hat sich Gott sei Dank dann dieser Idee angeschlossen und hat diese umgesetzt. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Ja, klatsche mal. Jawohl, ein Schnitt. Und die Frau Kollegin Hoffmann hat das Wort, bitte. Also, es hat eine Weile gedauert, bis Sie die Idee auch gut fanden, aber immerhin, der Erkenntnisgewinn ist ja dann auch erfolgt. Ich möchte noch einmal auf einen weiteren zentralen Punkt eingehen, den der Herr Serker auch angesprochen hat. Wir dürfen bei der Entwicklung der Häuser des Jugendrechts auch mit diesem weiteren Schritt, jetzt in Offenbach eines zu implementieren, nicht stehen bleiben. Wir müssen zum einen in Zusammenarbeit mit den Kommunen dieses Erfolgsmodell auch auf weitere Standorte, weitere Kommunen ausweiten. Hier ist etwa auch an Darmstadt, etwa an Kassel zu denken. Aber ganz wichtig finden wir auch, dass diese Idee des Hauses des Jugendrechts, das vernetzte Zusammenarbeiten, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Erfolg, dass der auf andere Standorte, etwa Landgerichtsbezirke in Hessen, übertragen wird. Das ist auch eine lange Forderung der Deutschen Jugendgerichtsvereinigung, hier auf der Landesebene etwa. Und deshalb fordern wir, dass dieses Erfolgsmodell in seinen auch methodischen Ansätzen an anderen Standorten, da wo wir nicht ein eigenes Haus des Jugendrechts schaffen können, aus finanziellen Gründen oder aus sonstigen Gründen, dass zumindest diese konzeptionelle Idee, dass die weitergetragen wird, meine Damen und Herren. Ich kann dieses Haus insgesamt ermutigen, die Idee, das Haus des Jugendrechts weiterzutragen, weiterzuverfolgen, weiter im Sinne der jugendlichen Straftäter, denn wir wollen, dass wir jeden jugendlichen Straftäter mit dieser Idee erfolgversprechend erreichen, dass keiner dieser Jugendlichen wieder straffällig wird, sondern dass wir mit diesem Haus des Jugendrechts die Jugendlichen dazu befähigen, künftig straffrei zu leben und gewinnbringend für ihre weitere Zukunft in unserer Gesellschaft aktiv sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hoffmann. Bevor wir weitermachen, will ich für das Protokoll noch festhalten, dass der Kollege Markus Meysner von der CDU-Fraktion ebenfalls entschuldigt ist. Nur, dass wir es für das Protokoll festhalten. Dann geht es weiter. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Häuser des Jugendrechts gehören mit schöner Regelmäßigkeit auf die Tagesordnung unserer Plenarsitzungen. Nur fehlt mir heute Morgen so ein bisschen der Bezug zur Aktualität dieses Themas. Sei es drum. Ich war dann auch sehr erfreut, dass mittlerweile auch die Justizministerin in dieser Debatte lauscht. Ich war etwas überrascht, dass der Sozialminister in dem Moment, als die Debatte beginnt, die Kabinettsbank verlässt. Der Innenminister wurde zwar schon einmal gesehen, sodass ich also einmal sage, diese Zusammenarbeit, die gerade gelobt Sie sind wieder da, Herr Grüttner. Diese Zusammenarbeit, die wir gerade hier so lobend dargestellt bekommen haben, ist. Meine Damen und Herren, einen Moment. Es kann doch jeder einmal rausgehen und wieder reinkommen. Das ist doch in Ordnung. Meine Damen und Herren, wir wollen doch gar nicht gucken, wer drin und draußen ist. Das wissen Sie doch. Wenn drei drin sind und fünf rausgehen, müssen zwei reinkommen, damit keiner mehr drin ist. Kollege Dr. Wilken, Sie haben das Wort. Die mathematische Richtigstellung. Mir geht es um den politischen Hinweis, dass es, wenn es um die Zusammenarbeit von Innenressort, Justizressort und Sozialressort geht, ich zumindest erwarte, dass die
Köpfe dieser Ressorts an dieser Debatte, diese Debatte auch verfolge. Zweite Bemerkung. Das, was Sie, Herr Serke, Herr Grüttner, bitte lassen Sie mich jetzt reden. Das, was Herr Serke von der CDU hier gerade dargestellt hat und in Auszügen Frau Hofmann von der SPD verstärkt hat, will ich ganz deutlich sagen. Das sollte Standard von guter Justiz in unserem Land sein und nicht nur in einzelnen Häusern des Jugendrechts. Denn, meine Damen und Herren, wir sind sehr wohl einer Meinung, dass es darum gehen muss, wenn jemand straffällig wird, insbesondere wenn Jugendliche straffällig werden, dass wir möglichst rasch reagieren müssen, um selbstverständlich Gesellschaft zu schützen, aber um diesen Jugendlichen vor allen Dingen auch einen neuen Ansatz für ein erfolgreiches und straffreies Leben zu geben. Da sind wir alle einer Meinung. Nur, Sie bleiben immer wieder und auch heute den Beleg dafür schuldig, dass Sie sagen, dass insbesondere die Häuser des Jugendrechts einen Beitrag zu gesunkener Kriminalität darstellen. Belegen Sie es doch bitte einmal. Sie kennen keine Statistik, wir kennen keine Statistik, und die ganze Kriminalitätsforschung und die ganze Präventionsforschung wäre sehr froh, wenn wir es belegen könnten. Wir haben bloß diese Belege nicht. Das heißt nicht, dass wir diese Anstrengungen nicht machen sollen. Aber seien Sie bitte vorsichtig mit solchen Behauptungen. Dritte Bemerkung. Wir alle wissen, dass bei allen Anstrengungen, die wir unternehmen, um Jugendliche von Strafen, von Straffälligkeiten fernzuhalten, dass gerade Jugend der Zeitraum ist, wo Grenzen ausgetestet werden. Und wir werden es deswegen auch nie schaffen, dass diese Grenzen mal ausgetestet werden, ohne dass Straftaten begangen werden. Auch das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Kriminalitätsforscher weisen übrigens darauf hin, dass selbst wenn man nichts täte, was ich nicht sage, was wir tun sollen, aber selbst wenn man nichts täte, sich das auswächst, das Problem. Auch das müssen wir berücksichtigen, wenn wir sagen, wie intervenieren wir und wie erfolgreich ist diese Intervention. Eine vorletzte Bemerkung. Wenn wir behaupten, dass mit einer besonderen Intervention die Kriminalitätsrate gesunken ist, dann ist das eine wirklich steile These, weil Kriminalitätsforscher schon Schwierigkeiten haben bei einer Veränderung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik nachzuverfolgen, ob sich nicht einfach nur das Anzeigeverhalten verändert hat und nicht die wirkliche Delinquenz verändert hat. Also seien Sie bitte ein wenig vorsichtiger mit Ihren Behauptungen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das ist. Das, wo alle übereinstimmen, alle Kriminalitätsforscher, alle Präventionsforscher und ich hoffe auch mal alle hier im Haus, ist, dass Prävention im sozialen Bereich, Menschen eine Perspektive zu geben, Menschen ein soziales Umfeld zu geben, in dem sie selber Perspektiven entwickeln können, dass das ein Präventionsansatz ist, der funktioniert, sollte klar sein. Und ich wünsche mir deutlich mehr Anstrengungen in diesem Bereich, um es Jugendlichen überall in unserem Land zu ermöglichen, eine Perspektive, ein auskömmliches Leben, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Diese Anstrengungen möchte ich deutlich verstärkt sehen. Schlussbemerkungen von mir, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Ja, das Prinzip guter und schneller Justizarbeit, guter und schneller Ermittlungsarbeit, guter und schneller Intervention durch Sozialarbeit, Jugend, Gerichtshilfe, ja, das betonen wir, brauchen wir, aber das brauchen wir immer und überall und nicht nur in einzelnen Häusern des Jugendrechts. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Florian Rentsch, Fraktionsvorsitzender der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Häuser des Jugendrechts sind nicht zum ersten Mal Thema, aber sie sind zu Recht Thema, weil sie eine gute Institution ist. Ich will mich an erster Stelle bei Kollegen Banzer bedanken, der das als erster Justizminister in Hessen auf den Weg gebracht hat. Herr Banzer, ganz hervorragend, wurde dann von Kollegin Hahn übernommen, das Konzept umgesetzt. Und Frau Kühne-Hörmann führt es fort, wo sie recht hat, weil was richtig ist, sollte auch fortgeführt werden. Und, meine Damen und Herren, die Verzahnung in dem Bereich ist ja dringend erforderlich. Frau Kühne-Hörmann, Sie wissen, wie jeder Jurist, dass die Frage, die Strafe soll auf dem Fuß folgen, einer der Grundsätze im Strafrecht ist, die wir in vielen Stellen nicht einhalten können, weil Verfahren sehr, sehr lange dauern und gerade bei Jugendlichen dann der Eindruck entsteht, ihre Tat bleibt folgenlos. Und mal neben der Tatsache, dass das Strafrecht immer vor allen Dingen natürlich nachgelagert in dieser Diskussion kommt, ist natürlich auf der anderen Seite die Bildungspolitik, das, was wir in frühkindlicher Bildung machen können und müssen, und da müssen wir besser werden, besonders wichtig. Aber natürlich ist auf der anderen Seite in diesem Gleichgewicht auch ein effektives Jugendrecht besonders notwendig. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe besser zu verzahnen in diesen Häusern des Jugendrechts mit den ganzen Möglichkeiten, die wir in diesem Konzept haben, das ist eine notwendige und richtige Sache. Und ich sage ganz offen, das haben wir ja nicht erfunden. Das Pilotprojekt kam damals aus Baden-Württemberg. Das hat alles lange Vorgeschichten. Der Streit, wer hat es erfunden, kann eine lange Debatte füllen. Aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall richtig, dass wir es haben. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Landesregierung an dieser Stelle weiterarbeitet und dieses Konzept fortsetzt, im Interesse für die jungen Menschen, aber auch im Interesse der inneren Sicherheit, die wir dringend benötigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich will einmal zu den Zahlen kommen. In der Rede des Ministerpräsidenten, ich war noch nie so gut wie heute, ist ja eins ein bisschen unter den Tisch gefallen. Die Zahlen beim Thema innere Sicherheit, auch an den Innenminister gerichtet, sind ja nicht so glücklich, wie wir das gerne von der Landesregierung in ihren Statements hören, sondern wir haben gerade beim Thema Jugendstrafrecht erheblichen Bedarf. Wer sich anschaut, dass die Zahl der Tatverdächtigen bei den bis zu 21-Jährigen um rund 10% wieder angestiegen ist, kann ja nicht sozusagen negieren, dass es dort eine Entwicklung gibt, die uns nicht gefallen kann. Wer sieht, dass insbesondere der Anstieg im Jahr 2015 bei den tatverdächtigen Kindern um fast 20%, 19,3% besonders auffallend ist, der muss doch sagen, ja, wir haben hier einen Bedarf. Und deshalb ist es richtig, dass wir hier stärker in ein solches Modell investieren, dass das Land hier investiert, weil ehrlicherweise diese Zahlen sind nicht für eine positive Pressemitteilung, sondern sie sollten uns alle gemeinsam aufmerksam machen, dass wir hier besser werden müssen. Und wir sehen natürlich auch, dass diese Zahlen in einem Zusammenhang stehen mit den stark angestiegenen Fällen bei den ausländerrechtlichen Verstößen, z.B. beim Bereich der Beförderungserschleichung und anderer Delikte. Es ist ein Thema, wo wir dringend sozusagen Instrumente brauchen. Und ich will offen sagen, dass wir auch gerade bei den linken und rechten Gewalttaten in dem Bereich bei radikalisierten Jugendlichen ein Problem haben. Und das ist sowohl bei linken als auch bei rechten Gewalttaten der Fall. Insofern will ich gar nicht über die Frage diskutieren, welcher Extremismus ist wichtiger zu bekämpfen. Jede Form von Extremismus ist von unserem Staat zu bekämpfen, mit hoher Anstrengung. Und deshalb müssen wir hier besondere Schwerpunkte setzen. Und, Herr Innenminister, ich glaube schon, dass das Violence Prevention Network eine richtige Initiative ist, die ja sozusagen auch gemeinsam gesehen werden muss. Wir müssen beim Thema Salafismus, bei dem, was wir dort an Entwicklungen haben, dass junge Menschen sich dem Heiligen Krieg verschreiben, besonders genau hinschauen und auch besonders Schwerpunkte in unserer Innen- und Rechtspolitik setzen. Weil es nicht sein darf, dass diese jungen Menschen auf einen Weg gehen, von dem sie nur schwer wieder abzubringen sind. Denn wir erleben ja, welche Bindungswirkung anscheinend diese Ideologie für diese jungen Menschen, die anscheinend aus
welchen Gründen auch immer, Perspektivlosigkeit aus Nähe zu einer besonderen Form einer Religion sich sozusagen gebunden fühlen, dass wir in diesem Bereich besonders hinschauen müssen, aber auch agieren müssen, und dass es eben nicht nur Lippenbekenntnisse sein dürfen, wenn wir sagen, wir wollen dort etwas tun, das hören wir von jedem Politiker jeden Tag, sondern das sind konkrete Maßnahmen, die an der Stelle auf jeden Fall richtig angesiedelt sind. Und ich glaube, deshalb werden wir dieses Projekt auch weiter unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In dem Sinne, Frau Ministerin, glauben wir, dass die Häuser des Jugendrechts ein wichtiger Mosaikstein in einer Kette von Maßnahmen sind, um in unserem Land jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, dass sie sozusagen ein eigenes Leben ohne Fremdeinflüsse leben können oder ohne sozusagen den Kontakt zum Strafrecht jederzeit wieder aufleben zu müssen. Weil wir wissen, und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass junge Menschen, die in frühen Jahren mit dem Staat in dieser Frage in Berührung getreten sind, leider häufig wieder auch als Erwachsene auf diesen Weg zurückkommen. Und das ist ja etwas, was uns insgesamt, glaube ich, gemeinsam beschäftigen sollte, alles dafür zu tun, dass es natürlich möglich ist, dass in diesen jungen Jahren etwas falsch läuft, aber dass wir dann auch alle Rahmenbedingungen dafür so setzen sollten, dass diejenigen, die sozusagen etwas falsch gemacht haben, nicht dadurch ihren ganzen Lebensweg vorbestimmen. Das ist mir wichtig und das ist uns wichtig als FDP, dass wir die Struktur so setzen, dass sie die Chance haben, ihr Leben wieder auf einen richtigen Pfad zurückzubringen. Und ich glaube, deshalb ist das, was wir hier heute diskutieren, ein richtiger Schritt und wird auch von uns unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rentsch. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will versuchen, ein bisschen zur Harmonie an diesem Vormittag beizutragen. Wir diskutieren die Häuser des Jugendrechts ja regelmäßig, und immer wieder kommt der Streit, wer hat es erfunden. Das ist ja auch immer eine subjektive Sichtweise des Einzelnen, wer am Erfolg beteiligt ist. Einmal war es der Justizminister Banzer und die SPD. Die SPD, die vor Ort war, abwarten. Wir waren nämlich alle daran beteiligt. Entweder war die Frau Hofmann so erfolgreich, alle Fraktionen davon zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist, oder alle waren sofort von dem Projekt überzeugt. Denn im Jahr 2007 gab es einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP, die Häuser des Jugendrechts nach Vorbild von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln und ein Konzept zu erstellen. Also, wir waren alle am Erfolg beteiligt und sollten uns freuen. Wir sollten uns doch im Gegenteil freuen, dass das, was wir theoretisch diskutieren, dann auch praktisch umgesetzt und gelebt wird. Und dass die Häuser des Jugendrechts ein Erfolg sind, konnten wir ja alle feststellen. Auch wenn Herr Wilken sagt, dass es sicherlich keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen den Häusern des Jugendrechts und der Verminderung der Jugendkriminalität, muss man dennoch feststellen, dass die Jugendkriminalität zurückgegangen ist. Und wenn die Häuser des Jugendrechts einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dann ist das ein großer Erfolg, weil die Häuser des Jugendrechts zusammenarbeiten, Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe, aber auch mit Kooperationspartnern außerhalb und gerade der Präventionsgedanke im Vordergrund steht, nämlich Jugendliche, die Ersttäter sind oder auf der Schwelle stehen, in die Kriminalität zu verfallen, dort abzuholen, wo sie stehen, ihr familiäres Umfeld mit einzubeziehen und dadurch zu verhindern, dass sie dauerhaft kriminell werden und eine positive Lebensbiografie noch auf den Weg bringen können. Und noch ein Punkt zur Aktualität, weil Herr Wilken ja gefragt hat, warum diskutieren wir das? Es ist gelebte parlamentarische Kontrolle. Was ist aus den Anträgen geworden? Und wie werden sie fortgesetzt? Bei der letzten Debatte vor letztes Jahr standen wir kurz vor der Eröffnung des dritten Hauses des Jugendrechts im Mertenviertel. Und auch da schrieb danach die Presse,
Die Wichtigkeit und Bedeutung eines Projektes misst man an der Anwesenheit der Prominenz. Da waren nämlich alle anwesend, die Justizministerin, der Innenminister, die Staatsanwaltschaften, der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Alle waren anwesend und haben mit ihrer Anwesenheit gezeigt, wie wichtig ihnen das Projekt ist. Und da muss man ja nicht so kleinig sein, nur weil in der Debatte mal der Minister dich da ist, darauf abzuheben, sie hätten kein Interesse daran. Genau. Und die nächste Aktualität ist natürlich der Haushalt. In diesem Haushalt haben wir das Haus in Frankfurt, das dritte Haus, verankert und in Offenbach. Also die Häuser des Jugendrechts werden dort eingerichtet, wo die Problemlagen am größten sind. Und da freuen wir uns, dass Offenbach jetzt das Haus des Jugendrechts bekommt und wir einen Beitrag dazu leisten können, dass in Offenbach die Jugendkriminalität zurückgeht. Alles andere ist von den anderen ja inhaltlich auch schon einmal gesagt worden. Das erste Haus gab es 2010. Wir haben also jetzt eine lange Erfahrung. Und die Häuser des Jugendrechts sind auch evaluiert worden. Es gibt einen 300-seitigen Evaluationsbericht, in dem eigentlich alles drinsteht. Zur Lektüre empfohlen, wirklich sehr spannend, was die Uni Gießen da herausgearbeitet hat. Und auch noch einmal zum Thema Aktualität. Der leitende Staatsanwalt von Frankfurt hat damals gesagt, dass gerade im Zuge von der Salafismusdebatte es wichtig ist, mit Jugendlichen, die sich radikalisieren, schnell ins Gespräch zu kommen, und dass in Frankfurt festgestellt wurde, dass man dort sehr nah an die Jugendlichen rankommt und auch dabei einen Beitrag zur Prävention leistet. Also, die Häuser des Jugendrechts sind ein voller Erfolg, den wir weiterhin positiv begleiten. Und wenn es ein neues Haus des Jugendrechts gibt, werden wir das auch wieder hier im Plenum diskutieren. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht die Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich zunächst dafür bedanken, dass die CDU-Fraktion das als Setzpunkt gewählt hat, weil es ein außerordentlich wichtiges Thema ist, und dass die Koalitionsfraktionen in dem Haushalt, und das ist neu, Geld zur Verfügung stellen für zwei neue Häuser des Jugendrechts, und zwar noch eins in Frankfurt und noch eins in Offenbach. Und die Kraft dafür zu haben, das weiter zu begleiten und auch zu unterstützen bei der Haushaltslage, dafür will ich mich herzlich bedanken. Und diese Entscheidung ist ja, bei der Haushaltslage die Schwerpunkte so zu setzen, Herr Kollege Rentsch, dass die vernünftigen Projekte, die Sie ja auch befürworten, auch so weitergeführt werden können. Und dafür ist es dann auch richtig, an dem heutigen Tag einen solchen Setzpunkt zu besprechen, weil es geht um ein wichtiges Thema. Es geht um ein Thema, dass Jugendliche, die eine Straftat begehen, schnell erreicht werden können und schnell am Ende die Strafe auf dem Fuße folgt. Und das schnelle Erreichen gelingt uns in normalen Verfahren relativ schlecht. Das heißt, die Häuser des Jugendrechts erreichen Jugendliche vonseiten der Staatsanwaltschaft, der Polizei und vor allen Dingen der Jugendgerichtshilfe. Und Herr Kollege Wilken, also Sie haben es, glaube ich, bis heute nicht verstanden, wie die Häuser des Jugendrechts organisiert sind. Der Sozialminister ist überhaupt nicht der Entscheidende, der an den Häusern des Jugendrechts mitwirkt, sondern das sind die Kommunen. Das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Wenn man aus Frankfurt kommt, hätte man ja einmal darauf kommen können, dass die Stadt Frankfurt mit der Jugendgerichtshilfe diejenigen sind, die am Ende die Federführenden sind und nicht das Sozialministerium. Aber das nur als kleiner Hinweis. Lesen bildet an der Stelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Häuser des Jugendrechts, getroffene Hunde bellen, ne? Bei Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Jugendkriminalität dort, wo die Häuser des Jugendrechts arbeiten und entstanden sind, das hat die Kollegin Müller eben schon gesagt, die Jugendkriminalität ist zurückgegangen. Und Herr Serke hat es auch erwähnt, es ist sogar gelungen, dass bevor Straftaten geschehen, in dem Bereich der Wohnorte, wo die Jugendlichen wissen, dass es ein Haus des Jugendrechts gibt, dass sie, bevor eine gefährliche Situation entsteht, zu den Häusern des Jugendrechts gehen und zu den Mitarbeitern und sagen, da bahnt sich etwas an, können Sie nicht im Vorfeld mal gucken, was passiert. Und dieser präventive Ansatz,
den hätten wir kaum für möglich gehalten, als die Häuser des Jugendrechts gegründet wurden. Und das ist das Entscheidende, was den Erfolg am Ende ausmacht. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich an dieser Stelle auch bei allen Mitarbeiterinnen bedanken. Frau Hoffmann hat es ja auch gesagt, nicht nur denen, die in der Kommune mit Kraft daran arbeiten, sondern auch den Staatsanwälten, die sich einer besonderen Aufgabe widmen, und den Polizeibeamten. Das müssen alles Leute sein, die mit Herzblut an der Sache arbeiten, viel Vertrauen bei den Jugendlichen erzeugen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und wenn das gelingt, so wie wir das jetzt sehen, und wir haben das natürlich auch wissenschaftlich begleiten lassen, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung sind so positiv, dass wir auch Anfragen aus anderen Bundesländern haben, es genau nach diesem Modell weiterzuführen. Und deshalb will ich auch noch darauf hinweisen, dass ich dankbar bin, dass die Kommunen als Partner zur Verfügung stehen. Und da sind die Frankfurter natürlich dann mit 3 Jugendhäusern diejenigen, die das machen, aber auch in Wiesbaden und jetzt in Offenbach haben sie Vorbildfunktion. Denn die Kommunalparlamente mussten auch die Entscheidungen darüber treffen, dass die Finanzierung steht. Also ein Projekt, das nicht nur inhaltlich eng zusammenarbeitet, sondern auch zwischen Land und den Kommunen außerordentlich erfolgreich. Wenn es uns also gelingt, dieses Projekt so weiterzuführen, dann muss es in Zukunft unser aller Ziel sein, jugendliche Straftäter schnell zu erreichen und zu bestrafen, für die Sicherheit, aber natürlich auch der beste Opferschutz, den man sich denken kann. Vielen Dank. Frau Ministerin, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Der Antrag der Fraktion der CDU geht in den Rechtsausschuss. Ja, keiner was dagegen. Machen wir so.